Hallo zusammen und herzlich willkommen zurück hier bei The Long Dark in einer neuen Aufnahmesession, wo wir zuletzt das ganze Material mitgenommen hatten und uns jetzt zurück zum Staudamm machen wollten. Und es gab ein Update, beziehungsweise ein Update, was man auswählen kann. Man kann, wenn man es möchte, The Long Dark auf die Unity 5 Engine ausprobieren. Aber das Ganze ist noch sehr. Ja, es läuft nicht ganz so flüssig und wir müssen da neu starten. Performance-Technik können da Fehler entstehen. Ich habe mir selber gesagt, wir lassen diesen Speicherstand jetzt, wir ziehen das jetzt hier komplett durch, wir machen es und auch wenn Unity die 5 Engine viel schöner aussehen würde, sehr viel schöner als das hier, lassen wir es hierbei. Ich meine, wir sind über 100 Folgen damit klargekommen, dass es so aussieht. Es hat sich schon grafisch verbessert. Dann kommen wir jetzt auch damit klar. Und ich finde, das ist jetzt kein Drama. Und in dieser Aufnahmesession will ich jetzt den Weg beim Waggon lang gehen, auch wenn der Wolf da jetzt den Hirsch legen wird. Weil die liebe Schneeflocke mir mitgeteilt hat, dass beim Waggon die Wahrscheinlichkeit hoch ist, dass dort ein Gewehr liegen könnte. Weil wir haben ja jetzt überall nachgesehen, hier in Mystery Lake, außer bei der Holzfällerhütte, und haben nichts gefunden. Also ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir das Gewehr dort haben werden. Der Wolf nascht da vorne. Wir wollen seine Aufmerksamkeit nicht unbedingt erregen und halten uns hier auf der rechten Kulle auf und gehen auch dort entlang. Jetzt haben wir mit einem Abwasch alles an der Hütte gesammelt und Bonnie sagte auch in den Kommentaren, dass die Kolben eventuell nachwachsen könnten. So sah es zumindest aus, als ich erneut am See entlang gegangen bin und habe dann noch einen Kolben gefunden. Ich weiß es nicht. Entweder war es jetzt ein Kolben, den ich übersehen hatte, oder sie wachsen wirklich nach. Aber wenn sie nachwachsen, werden wir es erfahren im Laufe der Zeit. Müssen wir mal im Auge behalten, nicht außer Acht lassen. Da vorne ist auch noch ein Wolf, das ist ungünstig. Da hinten der Wolf ist noch am Naschen. Ah, das wird. Ich glaube, dass wir kommen nicht an einem Kampf vorbei. Ich kann ihn mit der Fackel ablenken, aber wenn wir da wirklich nach dem Gewehr schauen wollen, halten wir uns ja länger da auf und er wird ja irgendwann durch die Fackel rennen. Entgleister Zug. Jawohl. Wir haben das Jagdgewehr. Aber wir haben nicht die Munition dabei. Bitte, bitte, eine einzige Patrone, das wäre schon was. Ich weiß, dass da vorne an diesem Hügel meistens Munition liegt. Jawohl, er hat Angst. Glück für uns. Wow, hier liegt eine Menge Kram. Wir werfen die Fackel mal kurz dahin, um hier mal in Ruhe looten zu können. Brause. Nichts. Eine Fackel. Eine weitere Fackel. Neset. Hier liegt doch meistens immer Munition auf diesem Hügel. Aber ich glaube, in diesem Falle ist es nicht so. Wir hören Wolfsgeheule aus der Ferne. Okay, jetzt haben wir nur die Leiche des Rehs. Nehmen wir das schlechtere Jagdmesser. Und hier sind es jetzt 40 Minuten. Ah, kritisch, kritisch, aber wir machen's. Fackel ist aus. Darm nehmen wir auch noch mit. Da müssen wir aber echt zum Staudamm. Und dann werden wir ganz schön erschöpft sein.
Gut, Gewehr haben wir jetzt, aber keine Munition dabei. Ist natürlich dumm gelaufen. Aber gibt auch Schlimmeres. So, das ist roh. Dann gönnen wir uns hier mal den Traubensaft. Und fangen hier den Energieriegel an. Oh, dann konnten wir sogar komplett zu Ende essen. Und trinken uns so ein Schlückchen hinterher. Da hinten ist der Wolf erneut. Ich denke, wir haben nichts übersehen. Aber wir sind wirklich arg überladen, oder? Ja, und durch die Erschöpfung sinkt es natürlich weiter. Aber wir schaffen das schon irgendwie. Ansonsten, wenn da vorne noch eine Leiche liegt, lege ich gleich mal so ein bisschen Zeug da ab. 10 Kilo. Ich glaube, wir kommen nicht dran vorbei, dass der Wolf uns wittern wird. Ja. Natürlich ungünstig mit der Fackel jetzt. Der Wolf dreht sich ja in unsere Richtung. Ah. Man kann sie also aufheben und ganz schnell wieder werfen in seine Richtung. Dann bekommt er auch Angst. Okay, das merke ich mir. Also Fackel immer die beste Methode ist, dann doch direkt hinzuschmeißen. So, wir haben noch ein Stückchen vor uns. Vier Stunden Tageslicht, Hunger und Durst geht, ist minimal. Aber wir haben leider nur so Knabberzeug wie Energieriegel. Nichts Großes dabei, was wir wegessen könnten oder so, um ein bisschen Gewicht zu sparen. Wie gesagt, eventuell haben wir da vorne einen Rucksack, eine Leiche oder sonst was, was wir ein bisschen ablegen können. Dass wir schneller unterwegs sind und dann die kurze Strecke nochmal abgrasen. Mit dem Gewehr anschließend auch mit Munition und dann ist das auch kein Problem. Aber so ist es natürlich jetzt sehr gefährlich. Der Wolf geht da oben lang, das ist gut für uns. Dann tut er uns nichts, aber da vorne ist noch ein Wolf, den habe ich schon gesehen. Das ist wiederum nicht so gut für uns. Hinter uns haben wir Rückendeckung. Unsere Kleidung hält uns eigentlich recht warm momentan. Für den Anfang sind wir recht gut ausgerüstet. Wir können mal gleich gucken, ob wir eventuell noch ein paar Wölfe legen und ein bisschen Wolfspelz nutzen, direkt einen Wolfsmantel machen und dann auch die Strecke zurückgehen, beim Hirsch nachsehen. Der Wolf hatte den Hirsch gelegt und dass wir dann das Leder mitnehmen, damit wir uns Rehlederstiefel machen können. Sowas zumindest können wir machen. So, wo ist der Wolf? Irgendwo hier war noch ein Wolf. Es ist nicht mehr so weit. Wir sind halt sehr, sehr langsam unterwegs. Der Wolf sich verzogen, ist es unser Glück. Da vorne haben wir nochmal eine Rehleiche. Ah, da ist der Wolf. Rolf, der Wolf. Ah, es klappt ja. Gut zu wissen, wirklich gut zu wissen.
Vorne haben wir auch eine menschliche Leiche. Drei Stunden Tageslicht. 18 Minuten. Die Fackel hat aufgehört. So, dann schauen wir mal weiter. Zwei Stunden Tageslicht. Darm. 40 Minuten. Eine Stunde Tageslicht. Es ist zwar riskant, was ich hier mache. Ich denke, dass ich hier noch gut die Übersicht behalten kann. Hoffentlich irre ich mich da nicht. Wir essen uns mal satt. Damit wir zumindest gestärkt hier unseren Weg lang gehen werden. So, und jetzt trinken wir noch einen Schluck. Gut, wir gehen zur Leiche, können sie plündern und dann legen wir ein bisschen Zeug ab. Am nächsten Tag holen wir uns das wieder. Sofern es jetzt irgendwie einen Geschwindigkeitsunterschied macht, natürlich. Wenn wir jetzt immer noch langsamer sind, dann ja, gibt es dann wenig. Dann können wir uns genauso gut jetzt dahin schleppen. Alles. Alles. Auch hier wieder alles. Umlagern. Ja, doch, wir sind schon was schneller. Das hat dann mehr Sinn. Hoffentlich passiert im Kram nichts. Wir versuchen es dann später erneut zu holen. Jetzt werden wir schon so allmählich müde. Schleppen uns zum Staudamm. Ich freue mich endlich mal wieder länger The Long Dark aufzunehmen. Ich komme ja eigentlich nur dazu, längere Aufnahmesessions zu machen am Wochenende. Deshalb nehme ich auch jetzt schon auf, bevor ihr die Folge sehen konntet, wo ich dann auch die Frage gestellt habe, wie ihr das mit den Kaninchen macht und so weiter. Also ich hatte noch zwei Folgen hier vor auf Reserve, aber die wäre dann erst, glaube ich, am Dienstag erschienen. Und da komme ich nicht dazu, eine lange Aufnahmesession zu machen. Deshalb lieber in Ruhe am Wochenende, da passt es schon eher. Hatte ich nicht die Pilze da unten schon gesammelt? Sind die wirklich wieder nachgewachsen? Ich meine, ich bin da unten doch schon lang gegangen. Da müsste ich jetzt selber mein Let's Play schauen nach dieser Aufnahmesession. Ich meine, wir sind da unten schon lang gegangen und haben das gesammelt und jetzt sind da schon wieder Pilze. Also wachsen die Dinge dann doch nach. Da unten haben wir wieder Pilze. Ich glaube nicht, dass die Bartflechte zum Beispiel nachwächst. Das wäre ein bisschen unlogisch. Aber Pilze und diese Kolben, das könnte ja noch irgendwie stimmen. Das wäre noch irgendwie realistisch. So, jetzt sind wir endlich zu Hause. In unserem hässlichen Zuhause, aber es ist ein Zuhause. Hier haben wir rohes Fleisch. Hier haben wir auch rohes Fleisch, okay. Machen wir das so. Ich nehme nur so 5 Stück mit. Und hier so ein bisschen was. Trinken haben wir auch nicht viel, also müssen wir auch bald wieder trinken kochen. Natürlich ungünstig. Nee, das kommt hier nicht. Hier können wir das reinpacken. Die Axt brauchen wir auch gar nicht mitzunehmen momentan. Ach, hier
bisschen verwirrt. Wieso haben wir denn... Ach so, ich hatte dabei wegen den Feuersachen, hatte ich die Sachen da mit hingelegt. Mysteriös. Ich habe gerade irgendwie, ja, irgendwie bin ich gerade total verwirrt, wie ich das hier geordnet hatte. Das Rohfleisch kommt also damit noch hin. So, gehen wir es nochmal Schritt für Schritt durch. Das kommt auch dahin, weil wir ja hier die Kochutensilien mit reingetan hatten. Ich glaube, so eine Ordnung hatte ich noch nie. Also, das so gelagert. Die Streichhölzer packen wir alle mal da rein. Lampenöl auch. Die Lupe sowieso, die werden wir überhaupt nicht nutzen. Weil ich werde draußen kein Feuer machen, weil die Gefahr zu groß ist, dass wir uns selber anzünden. Habe ich ja schon mal erwähnt. Und das möchte ich nicht. Aber ich mache hier gerade irgendwie total Mist, merke ich gerade. Hier sollen ja nur Feuersachen rein. Und hier soll doch gemischter Kram. Ne, hier sollen Sachen rein, die wir reparieren müssen. Oh Mann, oh Mann. So, hier kommt so Bastelzeug rein. Klamotten. Hier hätten wir so allen möglichen Kram drin. So, Gewehr, Munition nehmen wir 10 Stück mit. Und jetzt haben wir hier auch eine vernünftige Ordnung endlich mal. So wie es eigentlich sein soll. Kanister hatte ich jetzt beim Feuer mit hingetan. Nee, das ist die Essens. Der Essensspind. Ja, eine neue Aufnahmesession und ich muss mich hier erstmal wieder reinfuchsen. Ist ein bisschen komisch gerade alles hier. Kanister kommt mit da rein. Das kommt mit da rein. Die Schnur. Obwohl die Schnur ja auch wiederum eigentlich zu den Sachen gehört zum Basteln. Weil wir das ja für die Werkbank brauchen. Lampenöl kann aber mit rein. Genauso wie das bessere Jagdmesser. Streichhölzer nicht. Das kann da mit rein. Ja, jetzt habe ich so allmählich den Dreh raus, verdammt. Brandzeug. Streichhölzer. Bastelzeug. Heißt dann Schnur, Angelhaken. So, stimmt das doch alles. Jetzt haben wir hier noch Fackeln brauchen wir auch nicht alle. Eine können wir zumindest ablegen. Jetzt haben wir noch rohes Fleisch hier mit drin. Packen wir mit hier in diese Kiste rein. Müssen wir dann abkochen. Jetzt sind wir sehr erschöpft. Wir sollten uns jetzt möglichst mal ausruhen. Und aufs Ohr hauen. 7 Stunden ausruhen. Dann sieht das Ganze schon mal etwas besser vom Zustand her aus. Obwohl wir immer noch erschöpft sind. Und Schokoriegel, Trockenfleisch in der Nacht zum Snacken. Und jetzt auch was trinken. Jetzt habe ich nicht auf die Zeit geachtet. Ich schlafe mal 3 Stunden. Momentan ist ein Sturm draußen. Auf jeden Fall ist es jetzt Tag.
Oh, wir haben Durst. Wir müssen Feuer machen. Aber ich würde sagen, Feuer machen und mehr machen wir erst in der nächsten Folge von The Long Dark. Denn wir sind schon wieder am Ende einer Folge. Und wenn es euch trotz meiner Verwirrung bis hierhin gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr das nächste Mal dabei seid. Nämlich schon übermorgen. Und bis dahin. Tschüss.